Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Aktivistinnen, alles Gute kommt von oben. Diesen Eindruck gewinnen wir, wenn wir uns die städtische Sanierungspolitik der Rathausmehrheit der letzten Jahre genauer anschauen. Schulgebäude wurden Jahr für Jahr mit viel zu geringen Beiträgen bedacht, um sie von ganz normalen Gebrauchsschäden zu befreien. Allenfalls schlimmste Schäden wurden ausgebessert. Wirklich substanzielle Investitionen, die im Verhältnis zum Bedarf etwas an der desolaten Situation der Bausubstanz änderten, gab es in der Vergangenheit immer nur dann, wenn von Seiten des Landes oder wie im jetzt vorliegenden Fall des Bundes Gelder zugeschossen wurden. Somit stieg der Bedarf an Sanierungen in den städtischen Schulgebäuden von rund 144 Millionen im letzten Jahr auf knapp 200 Millionen in 2018. Dies, meine Damen und Herren, ist ein Signal für eine verfehlte Politik im Bereich städtischen Eigentums. Die Schulgebäude der Stadt Kassel, Gebäude im Gemeineigentum, werden so jahrzehntelang dem Verfall überlassen. Die Kassel-Linke protestiert gegen diese Politik. Die durch den Bund zur Verfügung gestellten Gelder des GIP II sind nicht der Ersatz für die Instandhaltung städtischen Eigentums. Diese Gelder sind natürlich ebenfalls in viel zu geringem Maße Ergebnis der Einsicht, dass mehr Geld in die Infrastruktur für Bildung investiert werden muss als bisher angenommen. Die Politik der städtischen Mehrheit nutzt diese Gelder aber im Gegensatz dazu als reinen Mitnahmeeffekt, um Versäumnisse der letzten Jahre notdürftig zu überdenken. Ein umfassendes Gesamtkonzept zur Sanierung aller Gebäude fehlt. Um noch ein wenig Klarheit in die Sache zu bringen, möchte ich auch betonen, dass die investierten rund 32 Millionen Euro nicht etwa, wie häufig angenommen, in 2019 fällig wären. Vielmehr handelt es sich hier um Investitionen, die sich über die kommenden 4 Jahre erstrecken. Vor allem vor diesem Hintergrund erscheinen die sonstigen Investitionen durch die Stadt als völlig unzureichend. Wie wir alle der Presse der letzten Woche entnehmen konnten, liegt ein riesiger Bedarf in der Sanierung der Schulgebäude der 60er und 70er Jahre, allen voran den städtischen Gesamtschulen. Hier kommt aber von den KIP II-Geldern aufgrund der notwendigen Umbauten unserer Grundschulen nichts an. Den Zuwachs an Schülerinnenzahlen im Grundschulbereich und den Bedarf an Infrastruktur zur Unterstützung ganztägiger Angebote hätte man vor Jahren bereits absehen können. Ebenso wie der Verfall der bereits erwähnten Gesamtschulgebäude nicht vom Himmel gefallen ist. Gehandelt wird dann, wenn Bund oder Land bezuschussen, das reicht jedoch nicht aus. Meine Damen und Herren, Bildung braucht bessere Bedingungen. Dies gilt nicht nur auf Landesebene, auf der zumindest eine der hier federführenden Parteien am Ruder sitzt. Wir alle wissen von den gut 1000 Menschen, die in Kassel unter diesem Motto am vergangenen Samstag demonstriert haben. Nein, Bildung braucht bessere Bedingungen, das gilt auch für die kommunale Ebene, gilt auch für die Stadt Kassel. Die Kassel-Linke unterstützt jede Verbesserung der Situation der Kasseler Bildungslandschaft. Uns fehlt jedoch aufgrund der fehlenden Überarbeitung des Gebäudesanierungsplans von 2013 jegliche Grundlage für eine Prioritätensetzung. Wir fordern den Magistrat erneut auf, den Gebäudesanierungsplan vorzuschreiben und der Öffentlichkeit vorzulegen. Nur auf dieser Grundlage sind die gewählten Gremien überhaupt in der Lage zur Beurteilung, in welchem Maße, welche Maßnahmen am drängendsten sind. Dennoch sind ich und meine Fraktion der Meinung, dass die hier benannten Beträge in den Schulen gut angelegt sind. Trotz der Unsicherheit in Bezug auf die städtische Gesamtlage wird die Kassel-Linke daher der vorliegenden Verteilung der KIP II-Gelder auf die hier benannten Kasseler Schulen zustimmen.